Hello, was poppin' and was good? Ja, auf jeden Fall wollte ich euch jetzt mal erzählen, was gestern passiert ist. Und zwar meine Mädels und ich, wir waren gestern hier in Antalya in einem Open-Air-Club. Der heißt, wie hieß Seven. Und wir wollten eigentlich einen schönen Abend verbringen, weil es halt sozusagen der letzte Abend ist, wo wir jetzt so am Abend noch weggehen wollten, so weil wir halt in 2 Tagen abreisen. Und die Clubs hier in der Türkei machen sowieso sehr, sehr früh zu, weil wegen Corona halt, ne? So, auf jeden Fall sind meine Freundin und ich gestern an die Bar gegangen, weil wir uns einen Drink bestellen wollten, weil wir uns an dem Abend auch 2 Drinks geteilt haben, weil wir einfach nicht viel trinken wollten. Und haben uns gedacht, komm, wir holen uns noch einen dritten. Und das war's dann auch. Das ist so der Abschluss für den Abend. Und dann stand ich da vor dem Barkeeper und ich hatte ein leichtes Dekolleté an. So, passt auf. Ich stehe da und er sagt original zu mir. Ich will es nicht auf Türkisch sagen, weil auf Türkisch ist es einfach viel, viel respektloser und ekelhafter als auf Deutsch. Und auf Deutsch ist es auch sehr, sehr ekelhaft. Er guckt mich an, bevor ich irgendwie sagen konnte, was ich bestellen will, bevor ich irgendwie meinen Mund geöffnet habe, ne? Sagt er zu mir. Boah, ekelhaft, Alter. Er sagt zu mir, ich würde gerne deine Titten melken und die richtig durchkneten. Sorry, die Story davor ist kurz stehen geblieben. Und als ob das nicht schon genug ist, macht der elendige Hurensohn so eine molkende Bewegung mit seinen Händen in Richtung meiner Brüste. Der hat sich einfach über die Bar gelehnt und hat seine Hände in Richtung meiner Brüste getan. Digga, was für ein Hurensohn bist du, Lan? So, und als ob das nicht genug ist, lacht er dabei noch so ekelhaft. Und da stand so ein, wirklich ein Amca, stand neben ihm, guckt ihn voll geschockt an und sagt zu ihm auf Türkisch: Die Mädels sind Türkinnen, die können Türkisch. Ich gucke ihn an und ich war einfach schock, Leute. Ich konnte gar nichts sagen in dem Moment. Ich habe mich plötzlich so dreckig und ekelhaft gefühlt, das ist nicht normal. Ich habe mich wirklich wie der letzte Dreck, als wäre es meine Schuld, dass er jetzt so ein Hurensohn ist. Und bevor ich irgendwas sagen konnte, meine Freundin ist komplett durchgedreht. Sie hat ihn dann direkt darauf angesprochen, meinte so, was hast du da gerade gesagt? Also alles auf Türkisch, sie spricht doch viel besser Türkisch als ich, deswegen hat sie so ein bisschen das Reden übernommen in dem Moment. Und meinte dann halt so, was hast du da gerade gesagt? Und er hat sich original versucht rauszureden und hat dann behauptet, wir wären ja besoffen und haben ihn falsch verstanden. So. Und dann dachte ich mir natürlich so, wow, so entschuldige dich doch einfach und gut ist, so, wir sehen dich eh nie wieder, du Nuttensohn. So. Und dann haben wir natürlich nicht nachgegeben, weil wir uns so dachten, ganz ehrlich, was soll das, Alter? Wer bist du, dass du Gäste so ekelhaft behandelst? Vor allem, weil du denkst, die könnten kein Türkisch, Mann. Wie ekelhaft bist du? Dann haben wir natürlich den Chef rufen lassen. So, wir sind halt einfach solche Frauen. Wir lassen das nicht auf uns sitzen. So, nö, mach ich nicht mit. Dann kam der Chef, dachten erstmal so cool, voll der Liebe, der wollte das klären. Auf jeden Fall kam dann der Chef, wir haben ganz kurz nur mit dem gequatscht, dem so den Sachverhalt geschildert. So, dann ging das hin und her, dann mussten wir irgendwann 20 Minuten auf den warten. Und dann kam der halt nach 20 Minuten, dann kam so ein Spruch wie, ja, er hätte noch andere Gäste und die haben auch Probleme und was weiß ich was. Da dachte ich mir so, Digga, das ist gerade dein größtes Problem, dass Frauen in deinem Club sind und sexuell belästigt werden von deinen Mitarbeitern. Hat die aber anscheinend nicht so wirklich interessiert. So, keine Ahnung. Und dann ging die Diskussion natürlich weiter, weil meine Freundin auch nicht locker gelassen hat. Und ich sage euch ehrlich, ich stand dann in dem Moment einfach nur da, die Mel, die eigentlich so eine Riesenfresse hat, und habe einfach meine Fresse gehalten, weil ich einfach so... Ich habe mich einfach eklig gefühlt. Ich habe einfach meine Schnauze gehabt, weil ich mir so in dem Moment dachte, Digga, ich will einfach nur hier weg. Ich will einfach nur hier weg, so lass mal. Naja, auf jeden Fall hin und her, Diskussion. Dann kam die Frage, was wollt ihr denn jetzt von uns? Leute, passt auf. Dann kam der Kommentar, ja, lad doch die Mädels ein für die Drinks. Also sozusagen, dass sie sozusagen die Drinks nicht bezahlen müssen. Da denke ich mir auch so, Digga, wir haben eh schon 2 Drinks bezahlt. So, und den letzten Drink haben wir bestellt und nicht bekommen, so, weil der uns sexuell belästigt hat, so im Endeffekt. Ja, egal. Auf jeden Fall, der hat nicht mal nichts gesagt, der hat sich umgedreht, hat diese Handbewegung gemacht. Hadi, hadi. Und auf Türkisch so gesagt,
jetzt wissen wir, was für Weiber ihr seid. Ich so, hä? Und dann ist bei mir, ne, die ruhige Mel, die da so kurz so ruhig war, ist dann geplatzt. Ich bin geplatzt, Leute. Ich konnte nicht mehr. Und meine Freundin sowieso, sie war sowieso die ganze Zeit auf 180, hat sein Leben durchbeleidigt nach diesem, wie wir zu sehen, was für Weiber ihr seid. Oh mein Gott, Alter, dann hat er uns als Schlampen betitelt, als keine Ahnung was betitelt. Wir sind auch nicht ohne, ne? Auf jeden Fall haben wir ihm natürlich dann auch ein paar schöne Worte an den Kopf geworfen, die ihm wahrscheinlich nicht gefallen haben. Er ist uns einfach bis zu unserem Bus, ne? Also wir hatten so einen Transfer-Shuttle, ist er uns bis dahinter hergelaufen und hat uns beleidigt. So. Und ich dachte mir, da dachte ich mir auch so, ey, was bist du für ein kranker Clubbesitzer, Mann? So, und vor allem alle haben das mitbekommen. Und noch dazu, in dem Club, in dem wir gestern waren, da waren anscheinend einige Leute aus Deutschland. Und ich habe einigen Leuten auch Fotos dort gemacht. Und da dachte ich mir auch so, Digga, was ist das für eine schlechte Publicity für dich, wenn ich jetzt deinen Namen öffentlich erwähne mit so einer Sache? So, und sich dann so daneben zu benehmen, so. Also, noch peinlicher ging's nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich ihm dann natürlich gesagt, wenn er so weitermacht, Ding, kauf ich seinen Club.